Okay, Leute, wir müssen heute reden über TikTok. TikTok ist eine Plattform, die kennt ihr alle und die ist sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Da passieren sehr viele komische Dinge. Das wisst ihr, glaube ich, alle. Das brauche ich euch eigentlich nicht zu erzählen. Ich habe ein paar Freunden gesagt, sie sollen TikToks raussuchen, die unangenehm sind, vielleicht schön sind, lustig oder keine Ahnung was. Und ich werde mir jetzt einfach reinziehen. Ich habe insgesamt 10 Links mir abgespeichert, irgendwelche random Videos einfach davon rausgenommen, abgespeichert die Links. Und jetzt schaue ich da einfach mal rein, was mich da erwartet, ob es mich komplett raushaut, weil es so unangenehm ist. Oder wer weiß, was passiert. Wir gehen rein ins erste Video, let's go. Digga, einfach in Köln City. Meine Cousins, die gehen Hotel suchen, alle aufgeteilt. Wir zwei alleine hier irgendwo auf der Straße. Ich guck auf Balkon, ein verficktes Pferd am Nachbarn. Bro, also ich bin ja auch öfter mal in Köln unterwegs, ist ja nicht weit weg von mir. Ich dachte, Berlin, Frankfurt, Hamburg, das sind so die Städte, wo die ganz, ganz krassen Sachen passieren. Aber das in Köln habe ich nicht erwartet, habe ich auch noch nicht erlebt in Köln. Ein Pferd auf dem Balkon, muss ich ehrlich gestehen. Ja, vielleicht beim nächsten Besuch in Köln werde ich dann auch mal drankommen und das zu Gesicht bekommen. Ja, was soll ich sagen? Das ist gar kein unangenehmes TikTok. Das ist ein sehr, sehr schönes TikTok. Suicide Boys im ausverkauften Madison Square Garden. Das ist wirklich schon sehr, sehr schön zu sehen, finde ich. Ihr kennt doch bestimmt meine Meinung zu Suicide Boys, wenn ihr öfter mal reingeschaut habt. Ich finde es sehr schön. Deine Playlist wird jetzt auf drei Artisten begrenzt, die du für immer hören darfst. Du darfst keine anderen Artisten mehr wählen, außer die drei, die du mir jetzt hier nennst. Okay, krass. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Nur noch drei Musiker darf man hören. Erstens Suicide Boys. Und dann wird es schon schwer. Dann, das ist so eine schwere Frage, wenn man nun wirklich nur drei Musiker hören darf. Scheiße. Auf jeden Fall Suicide Boys, Shatter. Ja, dann weiß ich nicht. Wer will dann drankommen bei mir? Entweder vielleicht Tilo oder Tadl. Ah, Tadl. Also Suicide Boys, Shatter und Tadl. Das wäre meine Top 3. Ich stehe auf Schwänze, ich stehe auf Schwänze da. Schwänze sind eigentlich geil. Wow, magisch. Aber auch mal Brüste sind voll in Ordnung. Nicht nachlassen. Die Brüste sind echt cool. Ich stehe auf. Oh, ihr habt's gesagt. Ja, was soll ich sagen? Papa Platte wieder hier. Dabei, Kevin, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Da hat er sich kurz gedacht, diesen Hit haue ich jetzt einfach mal vor ein paar tausend Leuten einfach mal so raus. Warum auch nicht? Schaut nicht permanent auf euer Handy. Ja, steckt so einfach mal weg, wenn ihr in der Menschenmasse seid, wenn ihr unter Leuten seid. Oder wenn was ist, dann guckt in den Bereich. Weil ich guck, aber ich sehe hier und ich sehe da. Hier? Ist der Fokus komplett in diesem Bereich? Ich sehe nichts, was von dort kommt. Ich sehe auch nicht, was von hier kommt. Okay, das ist krass. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man draußen ist, wenn es dunkel ist schon draußen. Das sollte man vielleicht wirklich mal einfach machen. Einfach sein Handy dann so halten, anstatt so. Das ist schon, damit kann man sich, glaube ich, schon sehr, sehr krass schützen und das sehr leicht und simpel. Ja, okay, was soll ich sagen? Ich finde das richtig, richtig scheiße, dieser Cemetery Hate auf der Grey Day Tour. Ich meine, man muss ihn nicht mögen. Man muss ihn nicht hören, aber man muss auch nicht den
so krass haten, wie die Leute es auf der Tour machen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Cemetery selbst interessiert das noch nicht mal so krass bei den Sachen, die er auf Twitter schreibt. Aber ist halt schade trotzdem, weil wenn man sich die Videos anguckt, die Auftritte von denen, der geht ja noch mit zwei anderen Leuten zusammen auf die Bühne. Die Energie, die Power, die die mitbringen auf die Bühne, ist krass. Das muss man echt sagen. Der Grund, warum die Leute haten, ist ja meistens, weil die sagen, zu viel Autotune, Live-Autotune. Ja, was soll ich sagen? Ich wäre so glücklich gewesen, wenn Cemetery bei der Great Day Europa Tour dabei gewesen wäre. Da war ich ja auch. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Er war ja schon einmal in Deutschland, zwar nur in Berlin. Das konnte ich leider nicht hin, das war einfach zu weit weg von mir. Cemetery, please come to Cologne. Arnold Schwarzenegger sucht Stress. Ist das Arnold Schwarzenegger? Hör mal, pass mal auf, wollt ihr Theater haben oder was? Ruckzuck, zickzack, geht von Tiefer. Jetzt mal ganz ehrlich, dieser Typ sieht ja nicht mal so aus wie er. Oder seid ihr anderer Meinung? Schreibt's bitte in die Kommentare. I'm gonna tear into your soul. Okay, das ist der Bereich, den ich meinte mit unangenehm. Warum lädt man so eine unangenehme Scheiße hoch? Wie ich da... Ja, da schaudert's mich. Sag Wamba? Nee. Sag mal Wamba. Was ist, wenn eure Eltern das hier sehen, was ihr hier macht? Seid ihr immer so in den Lobbys? Dann würden die dir entlarven. Deine Eltern? Trimax wieder Unruhe am Stiften in den Fortnite-Lobbys. Was geht denn da ab mit den Fortnite-Kiddies? Aber man muss schon ehrlich sagen, Fortnite Season 2 bis 7. Unvergessliche Zeit. Sagt ehrlich. Schreibt's mal in die Kommentare, habt ihr es gezockt? Wie hat es euch gefallen? Weil das war wirklich eine der coolsten Gaming-Zeiten überhaupt für mich. Ich vermisse es sehr. Würde ich mir wünschen, dass es die Zeit nochmal gäbe, wo man das in der Verfassung des Spiels gezockt hat. Ja, wer kommt auf sowas? Wer? Einfach nur wer? So, ich würde jetzt aber einfach mal gewagt raushauen. Genug Internet, vor allem genug TikTok für die nächsten paar Jahre. Schaut nicht so viel TikTok. Schaut es am besten gar nicht. Es ist einfach, TikTok ist Zeitverschwendung. Einfach eine Zeitverschwendung. Klar, ich gucke auch mal hier und da ein bisschen rein, aber ich sollte es auch sein lassen. Deswegen fangt damit an, seid besser als ich und guckt diese Scheiße nicht. Deswegen haut rein. Bis zum nächsten Mal.